Pass. Ich weiß, wie gerne du reisen möchtest, X-Witz. Ich bin selbst ein bisschen ein Weltreisender. Ich habe sogar meinen Pass dabei. Wie, du hast einen Pass? Ich nie gesehen amerikanischen Pass. Mir zeigen Pass. Lass mich sehen, Pass. Danke. Tschüss. Ist egal, der Pass ist weg, aber hier hängt ein Schlüssel. Wo ist der bloß hin? So. Nehmen. Gute Idee. Du kannst auch gleich etwas im Tausch gegen deinen Pass bekommen. So, und hier benutzen wir... Oh, was war das? Schraubentier? Yes. Oh, hier, Mickey-Ratte. Oh, Gott, das ist alles so schlimm. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Fühlen. Das müsste dir schmecken. Tisch sein. Da ist Schlagsahne drauf. Lecken. Hat jemand einen Hund mit reingebracht? Alles. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Fühlen. Es ist irgendwas Klebriges. Diese Typen wissen aber wirklich, wie man feiert. Lecken. Du verrechnest dich beim Zielanflug und leckst nur an kalter Luft. Was sonst? Du verrechnest. Ja, okay. Fühlen. Könnte ein Tisch sein. Wo bin ich jetzt? Mehr. Nee. Da wieder rein in den Raum. Öffnen. Klar. Ich glaube nicht, dass ich da wieder stehen kann. Ach, was sonst? Wo bin ich denn? Das müsste dir schmecken. Da ist Schlagsahne drauf. Du, ausziehen. Hey, ich will mitmachen. Okay, Mädels. Wer will mich als Erste? Kommt nicht alle auf einmal. Was zum Teufel redest du da? Mach das Licht an. Light the set test. Nachtisch-Geschmackstest für Blinde? Oh, das war knapp. Ist doch schön, wenn man weiß, dass auch die Sehbehinderten sich eine schöne Zeit machen. Idiot! Blödmann! Miniaturist! Noch hat mich niemand gesehen. So weit, so gut. Auf die Gags stehe ich ja. Oh, davon hätte ich ja gerne ein Häppchen als Nachtisch. Ach, Schwutte. Larry, wenn du so nett wärst, komm her. Und schon dem Anlass entsprechend gekleidet. Ja, wer ist das? Hier muss ich cool vorgehen. Ja, ich bin immer gern angezogen. Also, ich meine, entsprechend. Was ein Quatsch. Was für ein Hammel. Ich habe ein Problem, Larry. Der alte Mann. Oh, der alte Kerl im Rollstuhl? Sie muss eine Krankenschwester sein. Ja, genau der. Ich bin müde, Larry. Ich habe das aus einem bestimmten Grund getan. Um eine reiche Witwe zu werden. Aber ich bin so müde vom Warten. Du verstehst mich? Sie liebt ihren Beruf, aber er lässt ihr keine Zeit mehr für Sex. Oh, ich verstehe dich. Ich dachte, es sei einfach. Er sieht aus, als ob er jede Sekunde vornüber kippen könnte. Aber er spart seine Kräfte, bis wir zurück in der Kabine sind. Und dann nimmt er mich ran bis zum geht nicht mehr. Ich hab's satt, mich von diesem alten Esel anbumsen zu lassen. Dieser endlose Druck. Die ewigen Schläge. Oh, also auch ein Körpertherapeut. Ob es wohl stimmt, was die Leute über die Körpertherapeuten sagen? Ich sehe dein Problem und ich bin die Lösung. Das ist ja einfacher, als ich dachte. So, bist du also bereit?
zur schmutzigen Tat? Ich wäre bereit für keinen Formfehler. Hey, meine Süße, ich bin immer gerne bereit, einer Dame in Not zu helfen. Was für ein Dämlack. Ja, ich brauche Hilfe. Du sollst es nicht bereuen. Wie wär's mit einer kleinen Kostprobe? Gleich jetzt. Kostprobe? Das ist mehr als nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die da kommen. Oh! Komm heute Nacht in meine Kabine und da besprechen wir, wie wir es machen. Ich werde mir meinen Plan zurechtlegen. Er übernimmt das Töten, ich komme ungeschoren davon. Klingt großartig. Wann kannst du mich einweisen? Moment! Welche Kabine? Wie heißt du? Oh. So, er ist angezogen. Wir nehmen das Tuch. Der Übeltäter, der die Zufallsdurchsage 22 aus dem Programm gelöscht hat, möge sich bitte sofort bei der Sicherheitsabteilung melden. Okay. Und jetzt gehen wir mal hier zu dem Raum. Wir haben jetzt diesen Schlüssel. Benutze Hausmeisterschlüssel. Okay. Da werden die Teile reingesogen. Was haben wir denn hier? Öffnen. Sie ist wirklich unverschlossen. Aber was machst du in einem Behälter voller Bowlingpins? Benutze, da musst du mal irgendwie Deospray. Gute Idee. Ja. Du öffnest vorsichtig die Behältertür und sprühst die ganze Dose Deodorant. Erkläre ich euch, beziehungsweise erklärt sich von alleine, wenn man gut zugehört hat und aufpasst. So, benutze Hausmeisterschlüssel. Öffnen. Diese Tür ist unverschlossen. Sobald du also weißt, was du da drin willst, ist alles klar. Ich brauche noch die Bibermilch. Das weiß ich auch noch. Ach, nein. Die Biber braucht. Obwohl, warte, das wollte ich nochmal hören. Ausweis mit Passfoto? Die Biber brauchen nichts, was du hast. So, ich dachte so, die Biber brauchen keinen Pass. Wenn du meinst, das schaffst du, bitte? Der Nächste! Jetzt haben wir unsere Biber nicht. War es schön für dich? So. Benutze Hausmeisterschlüssel. Oh, hier, Oh nein! Wie heißt wie das? Soll ich denn in diesem Haufen jemals Blues Koffer finden? Das ist ja wie die Sache mit der Stecknadel im Heuhaufen. Dildo. Yeah, baby! Ich habe in den anderen Räumen gar nicht geguckt, ob da was drin war. Ansehen? Auf dem Namensschild an dem... Endlich mal! Wunderbar. Nehmen. So, ich habe hier noch gar nicht nach Dildo geguckt, ob hier irgendwo Dildo rumrennt. Hier auf jeden Fall nicht. Und hier sehe ich auch kein Dildo. Das Bild muss hier mal weg. Nee. Kommt auch kein Dildo mit raus. Alles klar. Du, da. Tut mir leid, Kumpel, aber hier ist ja. Er nun wieder. Na, wie? Na, wirklich? Und Befehl vom Purser. Oh. Du könntest dich ja heimlich anziehen oder sowas. Okay, in Ordnung. Kann ich ihn dann hier lassen? Passt du für mich drauf auf? Kumpel, sehe ich aus wie ein Gepäckschalter? Ach was, weil du's bist. Okay, lass ihn hier. Willst du wieder deinen kleinen Freund? Schätze schon. Ich habe mich irgendwie dran gewöhnt. Ah, solange das keine Sucht wird. So, und jetzt können wir ihr sagen, dass wir ihre Klamotten gefunden haben. Hi, Drew. Ich bin wieder da.
Himmel, Larry, mir gehen langsam die Elefantensprüche aus. Koffer. Drew, ich hab deinen Koffer. Wirklich? Wo ist er denn? Ich musste ihn im Umkleideraum lassen. Los! Aber Larry, dann muss ich ja völlig nackt über das Deck promenieren und jedem hier meinen knackigen, braunen, durchtrainierten, nackten Körper zeigen. Klasse! Oh. Hey, Larry, aus dem Weg! Echt, er ist so ein Pansen. So, da sind wir, du. Nicht so toll, aber geräumig. Okay, Larry. Gib mir nur eine Minute. Ich spring schnell unter deine Dusche und wasch mir die Sonnencreme ab. Was soll denn das jetzt? Kann er jetzt nicht duschen? Wasserdampf ist jetzt nicht das Einzige, was aufsteigt. Okay, jetzt haben wir einen Du. Achtung bitte, eine Durchsage. Eva hat gerade den Disco-Marathon gewonnen. Achtung bitte. Ja, ich weiß, ich muss die Spülung betätigen. Alle Teilnehmer am Seemannsklo. Das müsste sie da rauskriegen. Auf Deck B melden. Oh. Du, ey, was bist du für eine? Du Bastard, das war's. Ich bleibe keine Sekunde länger und zum Pool brauchst du gar nicht erst zu kommen. Oh. Warte! Naja, das scheint ja gut gelaufen zu sein. Ja, hat sie jetzt irgendwas hier gelassen? Ansehen? Diese Sicherheitsdusche entspricht in puncto Design und handwerklicher Verarbeitung den traditionellen Richtlinien der Meisterhandwerker von Obihati. Also das ist gut. Nicht ganz so gut. Ihr Leitgedanke lautet, lass sie funktionieren, bis die Garantie abgelaufen ist. Plus klar ist. Blablabla. Ha. Dann können wir ja Bowling spielen. Ah, und da haben wir Dildo. Yeah, baby! Oh, noch zwei. Dann haben wir's. So, hier stecken wir die TLP-Punktekarte rein. So. Nehmen. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig. Bowlingkugel. Deo-Spray und Gleitcreme. Das kannst du doch nicht hier in aller Öffentlichkeit machen. Geh doch mal ein bisschen subtiler vor. Ja. Was war das? Dieses vorletzte Wort vor Larry? Vergiss es. Wir müssen erst... Ist das die Gleitcreme? Nee. Was ist denn die Gleitcreme? Da. Die müssen wir benutzen mit dem Taschentuch. Ah, da. Damentaschentuch. Und jetzt benutzen wir das Damentaschentuch hierfür. Na, benutzt das Taschentuch. Jetzt sollte es klappen. Weil wenn ihr aufgepasst habt, irgendwann ging es um Explosionen. Und da hieß es Gleitcreme und Deo sorgen dafür Explosionen. Das war bei den Cowboy Girls. Yep. Und der Soundfehler kommt wieder. Juhu. Ich bin schon eine coole Sau, oder? Achtung bitte. Eine Durchsage. Larry Leffer hat gerade den Bowling-Wettbewerb mit der absoluten Höchstpunktzahl von 300 Punkten gewonnen. Glückwunsch, Larry. Das hat richtig eingeschlagen. Hm. Ich dachte eigentlich... Ah, doch, da ist es. Genau. Wenn nämlich eine Lautsprecherdurchsage kommt, jetzt fehlt es mir nämlich wieder ein. Hier, das kann ich euch nochmal zeigen. Lautsprecherdurchsage bedeutet, das Teil geht hoch und runter. Also, klettern.